Was sagt die Straße? 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 Religiöse Beschneidung. Seid ihr dafür oder dagegen? Dagegen. Warum? Weil jeder selbst die Wahl haben sollte, oder? Bist du auch der Meinung? Ja. Also ich bin nicht dafür, gerade weil es ja dann auch um Kinder geht, ne? Also ich bin da sowieso gegen. Also religiöse Beschneidung, ich denke, es kann jedem selbst überlassen werden. Allerdings machen es ja auch nicht nur Nicht-Muslime, sondern auch hygienisch gesehen, medizinisch gesehen einfach, weil dadurch Krankheiten entstehen können. Also mir wäre meine Vorhaut nicht wichtig gewesen, sagen wir mal so. Hätten meine Eltern das für mich irgendwie im Kindesalter entschieden, wäre ich jetzt nicht traurig, glaube ich. Bist du denn beschnitten? Nee. Und wenn ihr Kinder kriegt, würdet ihr die Jungs beschneiden, wenn ihr einen Sohn kriegt? Auf jeden Fall. Es ist einfach, weil es einfach hygienischer ist. Ich habe auch schon gehört, dass da was sich entzündet hat bei der Vorhaut und es ist einfach sauberer. Gut, ist natürlich schon schwer, die Entscheidung schon vorwegzunehmen, weil das Kind kann das quasi ja nicht selbst entscheiden. Aber wenn das jetzt aus religiöser Sicht gemacht wird und vor allen Dingen es hat ja auch was mit der Reinheit und sowas zu tun, dann finde ich das eigentlich legitim. Also ich persönlich der Meinung, dass jeder seinen Glauben selbst wählen sollte und ich finde, dass die Beschneidung eines Kindes falsch ist. Dass ab einem bestimmten Alter ein Kind selbst wählen darf, welche Religion es haben möchte und dementsprechend eine Beschneidung eines Kindes falsch ist. Also man sollte sozusagen mit den Beschneidungen warten, bis die Leute, was ich 14 sind oder so, irgendwas da eine Grenze finden. Also ich finde, mich stört halt, dass man da an die körperliche Integrität von irgendjemand eingreift und der eben das nicht entscheiden kann. Das ist halt auch ein irreversibler Eingriff. Weißt du, was die Hintergründe sind, warum Muslime das machen? Also was im Koran steht oder? Genau weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es halt auch aus Sauberkeit, aus Reinheitsgründen ist. Und wenn das Kind sich jetzt mit 18 dafür entscheiden dürfte, wäre das okay? Ja, wenn es eine eigene Entscheidung ist, dann ja. Also ich meine, mit 18 kann es jeder selber entscheiden, deswegen finde ich da das eigentlich nicht so schlimm. Da würdet ihr das als Frauen merkwürdig finden, wenn euer Mann nicht beschnitten wäre? Ich kenne keine, die nicht. Ich würde das komisch finden, wenn der Mann jetzt nicht beschnitten wäre. Also aus dem, der ganze Nahosten wird ja eigentlich so beschnitten, aus religiöser auch, und auch aus kultureller Sicht. Und wie wir schon wissen, sind ja auch die zwei großen Religionen, der Islam und das Judentum, die das ja auch praktizieren. Und ich finde es einfach vollkommen in Ordnung, wenn die Eltern sich dafür entscheiden, dass das Kind beschnitten wird. Also das Kind wird auch nicht irgendwie traumatisiert sein danach. Das ist einfach wirklich nur ist ein hygienischer Akt und das ist auch ein religiöser Akt, der gemacht wird. Ich finde, jeder sollte das Recht haben, zu tun, was er möchte. So. Und wenn er kann von mir mit Gummistiefeln um sich werfen, ist mir egal, solange er halt keinen anderen trifft. Und da, finde ich, wird jemand anders getroffen und wird in die körperliche Integrität eingegriffen. So, also die Meinungen gehen doch recht weit auseinander, muss man sagen. Nur in einem Punkt, da waren sich die meisten einig, nämlich was die Selbstbestimmtheit des eigenen Körpers anbelangt. Es scheint noch eine Menge Diskussionsbedarf vorzuherrschen, deshalb möchten wir auch von euch zu Hause wissen, was ihr davon haltet. Beschneidung ja, Beschneidung nein? Schreibt uns euer Kommentar.